Okay, irgendwie wirkt das ja hier brutal, wenn ich mir so ein lache und dabei die ganzen Leute hier sterben, ne? Ist natürlich schon harter Tobak. Oh, du auch noch weg. Lol. Piss dich. Kann ich eigentlich die ganze Zeit durchschießen so? Ich weiß es gar nicht. Und ich weiß, dass diese Schüsse jetzt extrem laut sind, deswegen werde ich auch mal ein bisschen lauter sprechen. Bam. Oh, mein geiler Aiming-Skill. Ah, hab ich schon bei der ersten Granate getroffen. Nee, ich muss wirklich auch selbst fahren. Ich dachte gerade, ich fahre auf so einer Schlangenspur nach und dann muss ich hier so ein bisschen mauen und schießen los. So, alle weg, alle weg, alle weg, alle weg. Ja, du musst. Oh Gott. Alter. Ich bin total overpowered, ey. Was? Alter. Oh nein, oh nein. Alter, wie viele Helis sind denn hier? Ich bin doch wohl. Ja, den habe ich schon mal weggeplatzt. Oh Gott, ich glaube, ich habe nicht mehr viel Leben. Die restlichen Helis. Scheiße, scheiße. Also, wo sind die restlichen Helis? Nein, nein, nein. Oh. Scheiß Fahrzeugdrohne. Die war sowieso viel zu schlecht. So. Ah, jetzt geht's hier weiter. Kann hier sogar was zerstören. Ja, das haben die voll vom Battlefield geklaut. So, alle weg. Jetzt weiterfahren. Ja, ich würde gerne, aber... Ah. Leck. Alter. Also, wie viele sind denn das? Nein, die Leute bei Activision, die übertreiben auch nie. So eine kleine Fahrzeugdrohne hier, vier Helis kletten. So, weg, 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 weg. Bam! Oh, alle weg. Mit ins Gesümmel reinschießen. So, alle weg. Wo? Alter, da ist auch Nili. Nein, nein, nein! Alter, das kann doch nicht so schwer sein. Es ist doch auch gar nicht so schwer. Ich verstehe es nicht. Hm. Egal, manche Sachen, die gibt's halt einfach gar nicht. Oh! Nee, ich wollte sagen, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Ja, ihr kommt mir total nach. Ich merke total, wie ihr mich unterstützt hier. Hey! Bam! Boah, Alter, wie viele sind das hier? Da ist noch einer. Ja, Feli muss sterben. Alter! Ohne Scheiß, die können doch einfach nicht 20.000 Gegner auf mich hetzen. Was erwarten die denn von mir? Weg, 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 weg! Oh Gott. Da hat irgendein Typ Raketenwerfer. Ey. Ich will nicht erleben, wenn der auf mich geschossen hätte. Das will ich nicht erleben. Wie sie aber auch hier alle raufgerannt kommen, ne? So. Ja, ja, ein bisschen sterben hier. Ah! Ich bin meine eigenen. Nein, 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 nein. Ich wollte das nicht, nein. Nee, oder? Oh, komm schon. Das ist doch jetzt unfair ein bisschen, oder? Oh, jetzt hier, der schützt direkt darüber ab. Oder? Nö, jetzt fliegt er wieder weg, oder wie? Tolle Wurst. Maika macht das Würstchen. So, wo sind denn meine Kumpels? Da hinten sind sie, okay. Beeil dich mal, Captain Price. Ich muss gleich auch noch alles hinterherrennen, ne? Ich sitze hier gar nicht in diesem komischen Geschütz hier drinnen. Man muss hier ganz alleine. Da passiert bestimmt wieder irgendeine Scheiße. Alter. Ah, weg mit dir! Wow! Oh oh. Oh nee. Bin ich wieder... Nee, ich glaube, ich bin nicht tot. Ich glaube, das war geplant. Naja, ich komme ja schon.
Ja, chill doch mal. Zum Glück habe ich bei den Pfadfindern gelernt, wie man über Bäume springt. Oh Gott. Alter, was hier in Truppe. Oh, scheiße, 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 scheiße. Zurück, halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest. Oh, oh. Dich doch fest! Oh, wings, lol. Tot, oder wie? Was geht da denn ab, ey? Wow. Ah, ich muss mich hier bewegen. Oh Gott, nach links. Oh Gott, nach rechts. Oh, 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 oh. Ah. Aber ins Wasser. Rechts, 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 ins Wasser. Oh. Auftauchen. So. Ja, schau rauf. Hoch, 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 hoch. Oh, Alter, hoch mit dir. Hoch mit dir. Du brauchst Luft. Menschen brauchen Luft zum Überleben. Gern die Luft. Geht doch. Oh. Ist ja schon fast ein Wunder, dass er nicht tot ist. Und jetzt? Da ist er! Da ist Juri! Juhu, wir werden noch gerettet. Wir schaffen uns mal Chaos. Wer zum Teufel ist denn Juri? Ich bin Juri. Mein Name ist voll wichtig. Es heißt, im Krieg sei die Wahrheit immer das erste Opfer. Aber wer definiert, was wahr ist? Warschewski und seine Tochter. Er fliegt nach Hamburg, um mit NATO-Delegierten einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Wahrheit ist eine Frage der Perspektive. Doch viele Russen geben immer noch Amerika die Schuld für das Flughafenmassaker. Es ist die Pflicht jedes Soldaten, die Unschuldigen zu beschützen, auch wenn das bedeutet, die Lüge von Gut und Böse aufrechtzuerhalten. Dass Krieg nicht einfach nur natürliche Selektion in großem Maßstab ist. Doch wie es aussieht, könnte endlich wieder Frieden auf der Welt herrschen. Die einzige Wahrheit ist, dass wir in einem riesigen Pulverfass leben. Es braucht nur jemanden, der das Streichholz entzündet. Und derjenige sind wir. Wir haben eigentlich den Krieg angezettelt. So ist es doch. Und man hat's gehört, ich bin vielleicht zu professionell, dass ich hier ein bisschen bei Wassermelone esse beim Let's Play. Egal, das geht schon. Ich hoffe, man merkt es nicht ganz so. Turbulenzen, 3. Oktober, 18.30 Uhr. Andrei Harkov, russischer Flugzeugsicherheitsagent. Meine Fresse. Ihr habt vielleicht auch schon mitgekriegt, dass ich dieses Let's Play hier blind spiele. Und genau diese Flugzeugmission habe ich nicht mehr gespielt. Das heißt, ab jetzt ist alles blind. Okay. Ich sehe dich ein bisschen zu jung für dich. Ah ne, ich glaube, es ist deine Tochter. Wo soll ich mich denn hinstellen? Ah, ich kann mich... Ah, voll cool hier in der Besprechung. Oder ich kann springen. Ja. Ich will auf den Megastuhl. Ah, ich kann auf den Tisch. Das sind Schüsse! Das Flugzeug wird entflucht!